Hallo, herzlich willkommen bei Sunny Tested. Heute möchte ich euch die neue Barbie Holz Kinderküche vorstellen. Sie ist insgesamt 85 cm hoch, hat hier eine Breite von 45 cm, eine Tiefe von 40 cm und eine Spielhöhe, was ich immer wichtig finde, also von hier bis hier von 40 cm. Von daher schränkt das die Altersangabe für diese Spielküche schon etwas ein. Und zwar würde ich sagen 2 bis allerhöchstens 6 Jahre, also eher 5 Jahre, also 2 bis 5 Jahre. Gut, dann zeige ich euch mal, was bei der Küche alles dabei ist. Und zwar haben wir hier eine Waschmaschine mit Drehmomenten. Die lässt sich leider nicht wie eine Waschmaschine öffnen, sondern nur seitlich, was ich aber in Ordnung finde. Regale gibt es hier keine. Und hier haben wir einen Magnetverschluss. Das ist alles massiv. Auch die Scharniere hier gefallen mir gut. Das ist alles Holz. Hier haben wir Kunststoff und hier. Zusätzlich haben wir einen Herd. Auch wieder. Allerdings muss ich sagen, die Seite ist ein bisschen seltsam gewählt. Weil hier sind die Herdplatten, hier ist der Herd und hier ist die Waschmaschine. Aber okay, für die Kinder spielt es im Endeffekt keine große Rolle. Beim Herd selber, ich hoffe, ihr seht das, ja, ist hier jetzt auch kein Regal drin. Aber da kann halt der Topf, das ist übrigens ein massiver, weiß ich nicht, Holz, Keramik, ich würde sagen Holz, angepinselt, sehr hübsch, Holztopf, der kann halt so reingetan werden. Und dann geschlossen und angestellt werden. Hier oben, das sieht man jetzt auf dem Video nicht besonders gut, sind Herdplatten. Und dazu gibt es noch diese massive Holzpfanne, auch mit dem Barbie-Aufkleber. Dann gibt es hier, das finde ich wirklich sehr niedlich, ja. Ich glaube, die haben sie aus dem normalen Küchenbedarf genommen. Die können tatsächlich bei Mutti in den Töpfen auch benutzt werden. Dann hier noch, das ist Plastik mit Holz. Hier oben haben wir 2 Salz und Pfeffer, auch mit Aufkleber versehen. Ganz niedlich, auch aus Holz. Hier haben wir 2 Kunststoffteller. Ein Kunststoffwaschbecken, was nicht optimal drinne sitzt, aber herausgenommen werden kann, was wiederum praktisch ist. Und ein Kunststoffwasserhahn, der ist fest angeschraubt. Und lässt sich hier auch verstellen. Von soweit gefällt es mir alles ganz gut. Die Verarbeitung ist auch in Ordnung. Was mir nicht so gut gefällt, und dafür drehe ich die Küche jetzt noch ein wenig. Ja. Ach, ihr merkt, das Ding ist schwer. Und zwar ist das so, dass hier keine Kappen sind auf den Schrauben. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Seht ihr das? Ja, ne? Hier unten die Kappen. Hier sind einfach nur die Schrauben offen. Also in der Preisklasse hätte ich halt schon erwartet, dass da Abdeckungen wären, die man hinterher drauf machen kann. Gut, kommen wir jetzt zu der Rückseite. So, kommen wir jetzt auf die Rückseite. Hier ist jetzt ein Kinderregal eingebaut. So, dass die Rückseite auch zum Barbie-Spielen animiert, beziehungsweise als kleines Puppenhaus sogar geeignet ist. Man kann zum Beispiel hier jetzt Barbie-Möbel hineinstellen. Ich komme vorab mal zu den Maßen. Die Regaltiefe ist 14 cm. Die Breite hier von dort bis dort ist 43 cm. Und die Regalhöhe bei den beiden Regalen ist 35 cm. Hier passt von der Größe her, deshalb habe ich euch mal unseren alten Barbie-Mann da reingestellt. Meine Kinder sind aus dem Alter raus. Das ist ein Geschenk für ein kleines Mädchen. Sieht man so, dass die Barbies dort aufrecht hingestellt werden können. Und da, deshalb kann das auch wunderbar als Puppenstube oder auch als zusätzlichen Stauraum im Kinderzimmer genutzt werden oder als Bücherregal für Kinderbücher. Ich finde das wirklich eine schöne Geschichte. Und was mir allerdings nicht so gut gefällt, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier oben, da gehe ich gleich ein bisschen dichter dran oder ihr seht das auf den Fotos,
ist die Beklebung nicht so schön. Das ist einer von vielen kleinen Mängeln, die bei der Küche da sind, weswegen ich hier in diesem Fall, da sind wir schon wieder beim Fazit, nicht ganz auf 5 Sterne komme. Ich finde es gut, sie ist stabil gebaut, sie ist schwer, sie kann auch nicht von Kindern so leicht umgeworfen werden. Sie ist massiv aus Holz, aber für den Preis von knapp 200 Euro, so 199 ist es, glaube ich, zurzeit, sind mir an der Kinderküche zu viel Mängel. Und sie ist mir ein Tucken zu klein, da sie vom Alter her, ich weiß nicht, wann spielen Kinder mit Barbies? Also meine haben frühestens mit 6 Jahren angefangen, mit Barbie zu spielen. Und aber davor im Alter schon mit einer Kinderküche. Also könnte man sagen, okay, das ist eine Anschaffung, für die, an der man lange Freude hat. Das heißt, erst spielt das Kind in der Kinderküche, später dann kann es sich für Barbie begeistern und hat gleich die Barbie-Küche. Das ist sicherlich ein sinnvoller Ansatz. Oder auch der Ansatz, man hat, so wie ich habe 2 Mädchen, eine, die sind im Alter 4 Jahre unterschiedlich, dann kann das kleine Geschwisterchen von vorne spielen, das große Geschwisterchen richtet sich hinten eine Barbie-Wohnung ein. Das kann sehr harmonisch laufen, finde ich, weil es auch etwas getrennt ist räumlich. Ich spreche aus Erfahrung. Im Ganzen ist mein Fazit wirklich sehr positiv zu der Küche. Sie ist flexibel einsetzbar, ein toller Hingucker im Kinderzimmer und Barbie macht ja sowieso bei den kleinen Mädchen immer gute Laune. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen.